So, es geht weiter bei Lego Harry Potter. Hier im schönen Schlock Hogwarts, Schloss Hogwarts, Leute. Meine Güte, ey. Gerade eben unten schön die Kunsthausaufgaben gemacht. Unfassbar sowas. In Kunstanalysen schreiben. Oh ja, ich bin in der Oberstufe angekommen. So eine Scheiße, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Ich meine, ist ja gut, es ist Oberstufe, aber muss man wirklich Bild. Also, naja. Lassen wir mal so stehen. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Wir gehen hier oben in die obere Etage. Wo. Oh, wir müssen wirklich in den Gryffindor-Schlafsaal. Das ist ja cool. In den Aufenthaltsraum. Lass ihn in Ruhe. Es gibt keinen Schüler in Gefahr mehr. Kann das sein? Vom Gefühl her gibt es die irgendwie nicht mehr. Holy shit, okay. Ron, du bist dran. So, das müsste reichen. La, 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 la. So, ja, okay. Macht natürlich Sinn. La, 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 la. Hier müssen wir erst später hin, deshalb machen wir es auch noch nicht. Ihr seid so cool. Versteckt euch den ganzen Tag hinter irgendwelchen Fenstervorhängen. Meine Güte. Sind die Leute hier in Hogwarts eingeschränkt? Naja gut, wir gehen aber runter. Wie gesagt, dann müssen wir später erst hin. Dann lassen wir es auch erstmal. Übrigens entschuldige ich mich für die letzte Aufnahme. 40 Minuten an einem Stück, aber ich kann aktuell leider nicht teilen. Das heißt, es wird jetzt erstmal so große Videos geben. Dann müsst ihr damit klarkommen. Warum steht Dumbledore eigentlich hier vor? Verstehe ich nicht. Aber okay. In den Schlafsaal. Waren wir auch schon ewig nicht mehr. Ja, ich kann aktuell leider nicht teilen. Das heißt quasi, ich nehme jetzt immer eine Mission komplett auf, ein Level und werde es dann auch an einem Stück hochladen. Dann müsst ihr euch das selber aufteilen, wenn es euch zu viel ist. Tut mir wirklich leid. Die Karte des Rumtreibers, okay. Filch, Lupin. Lupin läuft um den Baum rum. Und wer ist das? Peter Pettigrew. Okay. Ron ist wieder total behindert. Harry auch. Ah, da ist er rechts. Peter Pettigrew. Und da ist er auch. Und den soll nämlich Snape sage ich schon, den soll Sirius Black angeblich getötet haben. Okay, da wird er jetzt auch so dargestellt, wie in der Karte des Rumtreibers. Ja, Sirius Black soll nämlich angeblich Peter Pettigrew getötet haben. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann der hier rumlaufen, wenn er doch eigentlich tot sein soll? Und wegen diesem Mord wurde er, meine ich, auch in Azkaban eingesperrt. Dann hat er auch noch die Eltern von Harry verraten, aber das interessiert ja keinen. Ja. Gibt mal den Schlüssel her. Schlüssel Nummer 1. Sehr schön. Fehlt nur noch einer. Hat Harry da jetzt echt die Karte in der Hand? Ach so, hier ist der zweite Schlüssel. Oh. Ja, tu den doch rein. Ah, geht doch. Ich dachte schon. Okay. So, sehr schön. Sesam, öffne dich. Hä? Okay, er fliegt weg. Ja, es ist spät abends, wie wir sehen. Wir machen erstmal das Licht ein bisschen an. Danke, danke, danke. 2 von 5, okay. Man wird wieder belohnt dafür, hier zu randalieren. Das gefällt mir. Okay, dann läuft er schon wieder weg. So. Die kranke Musik kennen wir ja auch schon mittlerweile. Ja, ein Großmembranmikrofon ist schon toll. Ja, wir haben Hermine nicht dabei. Da braucht man sie mal, dann sind sie nicht da. Typisch Frau. Naja, nichts gegen Frauen, Leute. So. Können wir mit der Rüstung nichts machen? Doch können wir, ich wollte schon fast sagen.
Ah, eine Zutat. Wofür brauchen wir die denn, wenn ich fragen darf? Brauchen wir die überhaupt, wäre jetzt mal die Frage, oder? Ah ja, okay, macht Sinn. So, wir tauschen nochmal eben den Charakter. Ron hat wieder seinen schicken Schlafanzug an. Der kann sich auch in 3 Jahren keinen neuen Schlafanzug leisten. So, dann brauchen wir einmal den Zauber hier. Nein, Ron da oben. Danke. Wingardium Leviosa. Zack. Auf die Stange drauf. So, dann ist die nächste Zutat. Das ist schön, aber. So. Ah, hier haben wir ein Skelett. Wahrscheinlich für die dritte Zutat. Okay. Hä? Ich hab's doch gerade schon gemacht. Was wollt ihr von mir? Verschwinde, Spinne. Formwandler. Irrwichte, oder was sind das nochmal? Ah, Moment. Haben wir dagegen keinen Zauber? Nee, okay. Hä? Ha, Ron haut sich selber um. Ja. Ja, macht natürlich Sinn. Was ist denn da oben drauf, bitte? Ein Stein, wo ist denn der andere? Oder können wir hiermit was machen? Nein, können wir nicht, okay. Okay. Ah, einfach gegenzaubern. Ja, ich mach's mir wieder unnötig schwer. Man merkt's schon, das wird ein Kessel. Ja. Logisch. So, fehlt nur noch der Arm und der ist hier unten. So. Mann, mal wieder komplizierter gemacht, als es war. Einfach gegenzaubern, ey. Okay. So, Harry hat auch jetzt endlich mal ein bisschen Muskelkraft. Tut ihm auch mal gut. Naja. Lego Harry wird auf jeden Fall nicht älter. War ja in den Filmen ziemlich lustig. Von Teil 2 auf Teil 3 war ja dann der riesige Sprung bei Harry, wie ich finde. In den ersten beiden Teilen sah der eigentlich relativ gleich aus. Und dann in Teil 3 war der auf einmal so extrem alt. Alt ist natürlich nicht so gemeint, wie ihr vielleicht denkt. Sondern eher im Sinne erwachsen. Jugendlich. Jugendlich ist die richtige Bezeichnung. Und in den ersten Teilen ja dann doch wirklich noch richtig, richtig jung. Wenn ich mich da gerade dran erinnere, wie der da noch aussah. Aber okay, wir brauchen nochmal den Zauber hier. Wir halten jetzt einfach mal ein paar Mal drauf, man weiß ja nie. Stirbst du jetzt oder muss ich das gleich nochmal machen? Alles klar. Ja, Harry kann hier rein. Sehr schön. Ah, okay, was wird das denn jetzt? Ah, da unten haben wir auf jeden Fall eine Spinne hängen. Dann brauchen wir gleich wahrscheinlich nochmal Zutaten. Ja, ich sehe auch schon den Topf. Alles klar, dann brauchen wir erstmal Lumos. Boah, sogar ohne, dass ich mich umgebracht habe, habt ihr das gesehen? Hammer, oder? So, rein in den Kochtopf mit der Spinne. Ron wird die ja wahrscheinlich nicht mal anfassen, das Weichei. Was haben wir hier? Ah, die Beere. Ja, ne Keule ist schwer zu finden, solange Hagrid sich hier auf der Schule befindet. Das ist das Problem. Da oben ist er doch. Ja, da kommt unser fetter Hagrid natürlich nicht ran.
Okay. Ah, jetzt wächst die Pflanze, jetzt können wir da hochgehen. Ich verstehe schon. Alles klar. Ah, Mrs. Norris schon wieder, ey. Die provoziert aber auch, versteinert zu werden, die Katze. Ne, da oben ist das Spinnennetz, das will ich gerne anzaubern. Dankeschön. Ach, dürfen wir wieder nicht gesehen werden? Ist es so? Ich glaube schon, aber uns sieht ja keiner. Wir sind ja unsichtbar. So, was ist das nochmal für ein Trank? Ich weiß es gerade gar nicht. Unsichtbar? Hä? Hä? Da kann Harry doch einfach den Tarnumhang anziehen, oder? Ah, muss ich? Ist das nicht verhältnismäßig naheliegend, dass ich einfach... Moment. Ja, ich kann Charakter gerade nicht wechseln. Verstehe ich gerade nicht, was hier abgeht. Moment. Ron wird da gerade ein bisschen durchgenommen. Als wäre es mit Snape nicht schon genug für ihn gewesen. Oh. Das war nicht so schlau. So, was müssen wir jetzt machen? Alles klar, da ist Ron. Dann würde ich sagen, geben wir einfach mal beiden einen Unsichtbarkeitstrank. Die halten ja lang genug. So, spielen aber jetzt Harry, weil der sich jetzt ein bisschen mehr... Nein, auch Ron. Musst du immer direkt zweimal nehmen. Ich weiß, dass du zu Hause nichts bekommst, aber muss das sein? Meine Güte. So, jetzt können wir doch in Ruhe die Dinger runterzaubern. Und der macht das andere. Genau so. Sehr schön. Alles klar. Gibst du mir das Symbol? Hey ho, ich bin ein Gryffindor. Fühlst dich cool, weil du so ein Wappen in der Hand hältst, oder was? Ne, da muss man wahrscheinlich hier mit dem Slytherin langlaufen. Ah, okay, aus dem Thron kommt was raus. Okay, was wird das? Ich bin gespannt. Ach, eine Geige. Ja. Er schifft ein und der Schlüssel fällt raus. Alles klar. Natürlich genau, was wir wollten. Tür öffnet sich und wir können weitergehen. Sehr schön. Und die ganzen Bilder schlafen. Einfach nur genial. Gut, da haben wir noch eine Vase. Und gehen weiter. Und suchen Peter Pettigrew. Hm. Muss wohl ein Geist sein. Oh, und da kommt Snape. Yes, jetzt geht's von hinten los. Ja, ja, erst blenden, dann in den Keller locken, das kennen wir schon. Holy shit, warum sind das so Vollidioten, ey? Naja gut, war mal ein kürzeres Level. Das heißt, diesmal müsstet ihr keine 40 Minuten über euch ergehen lassen. Wahrer Zauberer, 48%, okay. Stats insgesamt, 24.000 im Level gesammelt, ist auch ganz in Ordnung. Ja, wir kommen der Million immer näher. Ich hoffe, wir bekommen die noch hin in den Jahren 1 bis 4. Goldene Steine, 46. Okay, dann heißt es mal wieder, Leute. Danke fürs Kommentieren, Favorisieren und Abonnieren. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Macht's gut. Bis dann.